Hallo Freunde und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video mit mir, dem Jan. Und heute, Freunde, seht ihr hier schon, es hat sich so viel getan hier in Turtle Paradise. Und Freunde, schon mal, wo ich einfach anfangen? Schafe sind hier, Hühnchen auch. Und irgendwie ist das so, habe ich das Gefühl, langsam, es wird nicht nur ein Turtle Paradise, sondern ein ganzes Tierparadies. Und Freunde, ich habe endlich ein Mikro. Ihr könnt mich jetzt schon auch viel besser hören, ja? Und ja, ich hoffe natürlich, ihr verfolgt auch die Turtle Paradise Folgen. Heutige Folge wird es nämlich um die Räume gehen. Und ja, genau Freunde, wie ihr schon hier auf meinem wunderschönen Inventar sehen könnt, ich war im Nether. Hab einen antiken Schrott gefunden und sonst hier die ganzen anderen Sachen. Und okay, da fällt mir gerade ein, ich habe noch die Blazers und die Enderperlen in der Kiste dort drüben im Portal gesehen. Aber wir können natürlich jetzt, ich laufe jetzt noch schnell hin. Und jetzt gibt's auch noch ein paar Infos hier für euch. Genau, den Nether, den gibt's jetzt auch schon, ja. Den habe ich auch schon erforscht. Genau, Enderperlen und Blaze Rods habe ich auch rangeholt. Und ich gehe jetzt noch schnell zur Kiste da. Und heute geht es um die Räume. Wenn hier jemand bei mir einzieht, dann wird er dann auch einen schönen Raum haben und nicht ganz normal im Bett hier am Boden schlafen muss. Genau, hier sind auch noch meine wunderschönen Stiefeln. Ich weiß nicht, was soll ich jetzt liegen lassen. Ich habe eigentlich viele wertvolle. Oh, Creeper. Oh mein Gott. Zum Glück war ich noch in dem Winkel und habe ihn gesehen. Zack. Oh. Ja, genau. Oh, Junge, nächster Creeper. Wie viele sind denn hier? Warum sind hier so viele Creeper? Nein, wer wechselt jetzt bei den Kisten? Okay. Ach komm. Hier, Gasträne habe ich auch schon hier. Fäden kann ich mir da lassen. Gasträne brauche ich eigentlich auch nicht. Seeds brauche ich schon. Magma, die habe ich alle in... Ja, leider war das aber keine Treasure-Bastion, ne? Das wäre zu OP gewesen. Das wäre richtig nice. Aber leider, Freunde, war es keine. Aber macht nichts. So, Holz würde ich auch heute auf jeden Fall noch brauchen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder bei mir zu Hause. Let's go. So, Freunde, da sind wir wieder hier in meiner Base. Und das habe ich euch gar nicht gezeigt. Genau, hier ist auch schon ein Fletcher hier am Start. Und Freunde, das war so ein Krampf, den vom Dorf mit dem Boot darüber zu bringen. Ich sag's dir wirklich, Freunde. Ich sag's euch. Jetzt hat sich noch was getan. Hier, schaut mal, Freunde. Ich habe hier tatsächlich eine Katze. Ich brauche noch einen Name-Tag. Ich würde sie eigentlich gerne Nelly benennen. Wie meine echte Katze. Ich weiß nicht, soll ich mal wieder Shorts von Nelly machen? Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare rein. Und ich würde sagen, ihr gönnt euch nochmal die Timelapse. Und ich fange jetzt mal hier an mit dem Raum. Let's go. Und so, Freunde, letzter Block ist für erstmal hier platziert. Ich glaube, das wird aber, das wird auf keinen Fall reichen. So, dann mache ich mir direkt noch ein paar mehr. So, zack und zack. Und hier noch jetzt nochmal, dieses Holz, das Akazienholzbretter hier. Und ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus hier mit dem, zuerst hier die Holzblätter und hier dann die Eichenholzblätter, ja. Und jetzt mache ich noch ein kleines Bett für unsere Gäste hier. Dann auf jeden Fall noch ein bisschen Licht. Da brauche ich dann noch hier die Fackel. Die platziere ich dann wahrscheinlich da am besten.
Ich schau noch mal, ob ich hier noch ein paar habe. Nö, habe ich gerade nicht, ne? Aber mir fällt gerade ein, die Goldäpfel muss ich auf jeden Fall noch hier reinlegen. So. So, Freunde, direkt hier 2. Und hier kommt noch eine hin. Ja, das mit der Erzdecke, das, das fixe ich jetzt noch schnell. So, mach ich noch so. Jetzt rundherum platzieren. Obwohl, Freunde, wisst ihr was, ich mache jetzt auf, einfach noch auf schnell den Boden. Es gibt einen kleinen Cut und ja, Freunde, wir sehen uns dann gleich. Und Freunde, es ist fertig, let's go. Und jetzt noch, genau, auf jeden Fall noch hier die Decke, hier ganz wichtig. Ja, diesmal nur eine, aber das macht es auch nicht. Ist ja auch, soll auch ein kleines, gemütliches Zimmer hier sein. So, dann mache ich den Crafting Table direkt noch woanders hin. Den mache ich, würde ich sagen, dahin. So. Und ansonsten, genau, noch einen kleinen Tisch. Bisschen so zum Essen und so. Den mache ich auch noch. Würde ich sagen, den mache ich dann, okay. Perfekt. Den mache ich dahin. So, hier kommt dann das hin. Und hier, so, der andere Sessel. So, Freunde, das ist jetzt auch hier der Tischüberzug hier, damit es auch ein bisschen schöner hier alles ausschaut. Ja, und jetzt muss ich hier noch einen Rahmen machen. Wie macht man den nochmal? Warte, ich schau mal hier. Ja, wie macht man einen Rahmen? Achso, ich brauche ein Leder. Warte, Leder, glaube ich, habe ich hier eh. Ja, let's go, Leder habe ich. Jetzt kann ich hier einen Rahmen machen. Achso, ja, und Sticks. Okay. So. Und jetzt mache ich endlich den Rahmen. So, zack. Der kommt jetzt hier. Warte, ich weiß nicht, geht das überhaupt? Achso, nö. Schade. Das geht. Nein, Freunde, das geht nicht. Ich dachte mir schon, das geht. Naja, Freunde, egal, dann mache ich hier. Genau, das ist auch so ein bisschen so schön aussehen hier. Dann mache ich da den rein und dann jetzt noch. Ja, machen wir einfach hier auf Flex. Machen wir hier einen Goldblock rein. So, drehen den so. Ja, Freunde, aber ich würde sagen, das war's dann auch schon mit dem kurzen Video. Ich hoffe auf jeden Fall, im nächsten Video geht's dann schon ins End rein. Ich muss aber noch hier in Zwischenzeit dann, das würde ich jetzt vielleicht nicht gerade im Video aufnehmen, noch ein paar Lohnruten farmen und ein paar Enderperlen. Endlich mal ein Enderperlen nur, weil Lohnruten habe ich eh genug. Aber ja, genau, Freunde, ich würde sagen, das war's dann auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne einen kleinen Like da, wie immer. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge oder im Saxophon-Video. Turtle Paradise, genau, Turtle Paradise. Und ja, Leute, tschüss!